Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Also, der höchste Punkt hier ist nicht da oben drauf, sondern der Turm auf jeden Fall. Wir könnten nicht hier so eine schräge. Aber da kommen wir dann nicht weiter. Wir können. Da ist ein Vorsprung. Aber da kommen wir nicht ran. Aber. Ha, gucken wir mal rein. Vielleicht ist da ja irgendeine Möglichkeit hochzuklettern. Weil es sieht so aus, als wenn da noch Zwischenebenen drin wären. Ja, das schaut doch gut aus. Werfen wir mal kurz die Fackel weg. Verbrennen uns nicht die Füße. Und kommen wir da ran? Ja, schön. So, jetzt müssen wir nur noch hier den Weg durchfinden. Okay. Ah, ganz vorsichtig. Oh. Das ist hier zu schräg. Müssen wir jetzt an den Balken uns hochziehen? Ne, müsste eigentlich auf die Plattform da. Hier kommen wir nicht hoch. Wahaha. Hier? Können wir hier hoch? Nee, da stand mir wohl falsch. Hier. Ja, schön. So, dann hier und da sind wir auch schon fast oben. Ja, das wird bestimmt der Punkt sein. Irks. Und ja, da haben wir doch ein altes Buch. Gut, dass es nicht runtergeflogen ist bei dem ganzen Wetter hier. So, schauen wir mal rein. Wo haben wir dich? Ich habe das Buch gefunden. Getragen von den Gezeiten haben Krummanins Visionen der Zukunft mir die Augen geöffnet. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark hat es mich bewegt. Jetzt der Hinweis. Was geteilt, wird wieder vereint. Wenn auch nur kurz, massiv voneinander getrennt. Kurz, massiv? Na gut. Darüber können wir später grübeln. Erstmal gehen wir hier runter. Gehen wir hier ganz vorsichtig runter. So vorsichtig es eben geht. Bei einem maroden Turm. Hoffentlich rutschen wir jetzt nicht da raus. Ja. Das wäre kein schönes Ende. So, hier runter. Ja, und jetzt müssten wir eigentlich schon unten sein. Schön, schön. So, die Fackel verstauen wir mal. Denn jetzt müssen wir nichts mehr suchen. Also jedenfalls nicht hier direkt. Es wäre komisch, wenn hier schon das nächste Buch wäre. Na, wo ist unsere Fackel? Da ist unsere Fackel. So war das nicht gemeint. Das ist doch unsere Fackel. Na gut, lassen wir das. Halten wir die Fackel halt weiter in der Hand. Also. Irgendetwas wird massiv voneinander getrennt, wenn auch nur kurz. Wasser? Die Wasserfälle vielleicht. Aber was wird da getrennt? Der Berg? Was gibt es hier noch? Oha, eine sehr tiefe Schlucht. Na gut, da werden wir schauen müssen, was das ist. Vielleicht finden wir unterwegs irgendetwas, was massiv voneinander getrennt wird, wenn auch nur kurz. Und bis dahin gucken wir uns einfach weiter hier in der Gegend um. Weil da scheint ja genau unsere Kragenweite zu sein. Hier kriegen wir jede Menge Kampferfahrung. Und das war ja unser Ziel von dieser Jagd. Oh, da haben wir wieder so ein Hundeding. Zwei von den Hundedingern. Drei von den Hundedingern. Ja, wie gesagt, ist eine gute Gegend für uns hier. Auch wenn wir demnächst wieder ins Lager zurück sollten, um halt zu gucken, wie das mit den Zweihandschwertern aussieht. Also zum einen das Lernen und zum anderen eine ordentliche Waffe finden.
und ja, also die eine Truhe, die bei der Säule war, die können wir dann erstmal ignorieren. Weil das war nicht der Hinweis, den wir gesucht hatten. So, Nummer 3 auch noch. Das waren nur 3, oder? Ah, ne, da sind 4. Da ist nur 4. So, weit so gut. Deine Zähne nehmen wir auch noch mit. Sind ja doch ein paar mehr. Gut, nehmen wir erstmal den hier unten und dann gucken wir weiter. Oh, der zweite kommt auch, das ist nicht gut. Kommt der dritte auch? Nein. Ah, der eine ist stehen geblieben. Schön, schön. Ah ja, die sterben zwar schnell, wenn man gute Treffer landet, aber wenn sie mal zubeißen, ist das schon recht übel. Du kommst auch langsam rausgeschlichen. Dann komm mal rausgeschlichen, bevor dein Kumpel da kommt. So, Zähne mit. Deine Zähne haben wir schon. Deine auch schon. Dann ist jetzt mal Zeit für einen Heiltrank. Ja, da haben wir noch 32 Heiltränke. Die werden wohl eine Weile reichen. So, erstmal in die Höhle oder erstmal den letzten? Lieber erstmal den letzten, sonst blockiert er noch den Ausgang, wenn wir es gerade brauchen. Hier vorne irgendwo unsere Fackel hingeworfen. Nee. Na gut, dann halt so. Also wenn sie größer ist, holen wir natürlich die nächste Fackel raus. Aber wenn es nur so ein ganz kleiner Vorsprung ist, dann können wir uns das auch sparen. Oh, hier ist eine Tür. Mit einer Spruche, das sieht aus wie Feuerball. Eine Amphore? Was ist denn da drin? Eine Amphore. Na gut. Und was haben wir hier? Mana-Trank und ein Orkhammer. Wäre es gut was wert, bestimmt. Aber er ist nicht so gut wie unser Götterhammer. Nee. So, raus hier und gehen wir den Weg da weiter. Mit etwas Glück finden wir mehr von den Hunden oder vielleicht noch ein paar Orkspeer. Die sind ja zwar nicht mehr wirklich eine Herausforderung, aber trotzdem gute Übung. Oh, was haben wir denn da hinten? Da haben wir nochmal so ein Hundeding und da haben wir noch einen Turm. Die häufen sich ja langsam. Also die Türme. Und die Hunde. So, jetzt ist hier aber eine Sackgasse, richtig? Richtig. Das wir nehmen deine Zähne. Oh, oh. Doch keine Sackgasse. Nichts da. Schnell weg. Was zur Hölle? Das hat uns so sehr überrascht. Wir konnten nicht mal in Ruhe das Schwert ziehen. Also klar, nicht in Ruhe, aber wir konnten es überhaupt nicht ziehen. Nicht unterschätzen die Dinger, bloß nicht unterschätzen. So, schreit es noch? Grunzt es noch? Ist es hinter uns her? Nein, gut. Heiltrank. Ganz schnell Heiltrank. Oder zwei. Oder drei. So, und jetzt wissen wir, dass es da ist, dann können wir es auch schnell töten. Ah, das kam wirklich unerwartet. Vor allem, der Weg schien zu Ende zu sein, aber es ist wohl nur eine Böschung und dahinter geht's weiter. Mann, Mann, Mann. So, wo hast du dich verkrochen, du hässliches Ding? Und da ging's zu diesem komischen Tempel, oder was auch immer das ist. Und da irgendwoher kam dieser Hund. Wo bist du? Nicht jetzt schon wieder überraschen. Ah, da bist du. Ja, so sollte das eigentlich laufen. Okay, da ist ein Wald. Kommen wir hier... Ja,
Ja, kommen wir ohne Probleme auch wieder hoch. Das heißt, wir können erstmal hier lang schauen, was hier so ist. Nur ein kleiner Vorsprung. Oh, ganz viele Echsen. Die sind ja nun absolut kein Problem mehr für uns. Da können wir uns mal kurz durchschlagen. So. Kaputt, kaputt. Das sind jede Menge Echsen heute für uns. Das investieren wir alles in Heiltränke. Oder eine ordentliche Zweihandwaffe. So, kommt alles mit. Also ja, definitiv eine sehr gute Ecke für uns hier. Wir hätten hier vorher hinkommen sollen, bevor wir in den Tempel gehen. So, dich auch noch. Und dich auch noch. Aber es wird langsam dunkel. Das heißt, eigentlich sollten wir uns aufmachen Richtung altes Lager. Da könnten wir dann schlafen, neue Heiltränke kaufen und dann am Morgen wieder hierher kommen. Aber schauen wir noch kurz. Oh, ich höre was. Aber schauen wir noch kurz um die Ecke, auch wenn da irgendwelche komischen Geräusche sind. Aber das scheint in Richtung dieses Tempels zu führen. Wenn auch über einen sehr zerklüfteten Weg. Oh, nee. Sackgasse. Diesmal aber auch wirklich. Außer wir springen hier den Fluss runter. Na gut. Oh. Wo kommst du denn her? Haben wir dich übersehen? Wahrscheinlich. So. Na gut, gucken wir hier auch nochmal kurz hoch. So dunkel ist es ja noch nicht. Und den Weg zurück ins Lager finden wir auch im Dunkeln. Nur halt hier auf Erkundungstour gehen sollten wir nicht, während es dunkel ist. Also gut, schauen wir Richtung diesen Tempel, was da so auf uns wartet. Und wenn da zu viel, zu schweres Zeug ist, gehen wir direkt ins alte Lager. Das müsste jetzt hier links rum gewesen sein. Ja. Eine Brücke. Oh, 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 was ist das denn? Ein Golem? Da benutzen wir doch mal einen Hammer. Wo ist unser Götterhammer da? So, aber vorher speichern wir lieber mal ab. LP. Da. 43. So. Na, mal schauen. Ja, das kam jetzt unerwartet. Aber der Hammer war da wohl die richtige Waffe. So. Also ja, wenn irgendwas Schwieriges kommt, wollten wir eigentlich umdrehen. Aber er war nicht so wirklich schwierig. Behalten wir jetzt meinen Hammer als Waffe, falls noch einer davon kommt. Und schauen den Weg hier weiter lang. Das nehmen wir auch noch mit. Die Kräuter können wir da lassen. Die hier auf jeden Fall auch. Die sind viel zu gewöhnlich. Die Pilze auch. Und dann müssten wir eigentlich gleich schon oben bei dieser Burg oder bei dem Tempel sein. Oh, was bist du? Da wechseln wir doch schnell aufs Schwert. Oh. Die schreien schon mal ziemlich garstig, aber sind auch machbar. Da ist noch so ein Ding. Oh, mehrere. Sehr viele. Und an die Rand zu kommen ist schwierig. So, geh ein bisschen höher. Dich auch noch. Ja,
So. Und die letzte. Boah, dieses Kreischen. Das scheint wohl auch irgendeine Art Ork-Tempel zu sein. Heiltrank. Erstmal ein Heiltrank. Da. Aber machbar. Also diese Golem war ja echt ein Klacks. Die Harpien waren schon ein bisschen nerviger. Aber halt nur, weil es so viele sind und man sie schwer treffen konnte. Aber ja. So, speichern wir nochmal ab. Und dann gucken wir da genauer rein.